Ordentlich was los ist nun im Dorfkern von Sachsendorf. Die Kinder tummeln sich auf dem Spielplatz. Doch das war nicht immer so. 1953 ist die Schule vom Standort neben der Kirche gelegen umgezogen. Von da an gab es Planungen für einen Spiel- und Sportplatz für die rund 300 Einwohner mit den etwa 60 Kindern. Doch leider ohne Erfolg. Bis zum vergangenen Jahr. Es gründete sich eine Interessengemeinschaft Spielplatz 2020, unterstützt vom Dorfgemeinschaft Sachsendorf-Weltgen e.V. sowie dem Heimatverein. Das Ziel war klar, die Umsetzung vorerst schwierig. Die Initiative, einen Spielplatz zu gründen, ist 2019 entstanden, in Verbindung mit dem schleppenden Bauvorgang am Dorfgemeinschaftshaus, das hier in Sachsendorf entstehen soll und in dessen hinteren Bereich eigentlich ein neuer Spielplatz entstehen soll. Da dieses Bauprojekt aber verbunden ist mit dem Wasserturmprojekt in Wurzen, das leider auch ins Zögern geraten ist durch die Behörden, war für uns der Spielplatz immer weitere Ferne gerückt, und deshalb haben wir uns als Eltern 2019 im November zusammengetan und haben überlegt, ob wir vielleicht einen alternativen Platz für den Spielplatz suchen, um unseren Kindern noch vor ihrem 18. Geburtstag zu ermöglichen, doch einen Treffpunkt zu haben und ein gemeinsames Spielvergnügen. Gespräche mit der Stadtverwaltung wurden aufgenommen und eine Projektförderung bei der Liederregion Leipziger Muldenland beantragt. Mit Erfolg. Neben den 20.000 Euro Fördermitteln erhielt die Interessengemeinschaft noch weitere 5.000 Euro über den Sächsischen Mitmachfonds und dem Förderprogramm Meine Zukunft Wurzner Land für den begrenzenden Zaun. Viele helfende Hände von gefühlt ganz Sachsendorf packten mit an. Und dann konnte das Band zerschnitten werden und die in freudiger Erwartung gespannten Kinder stürmten los. Nach 8 Monaten Planungszeit wurde der Spielplatz dann in nur einer Woche fertiggestellt, meint Annika Schmidt, Gründerin der Interessengemeinschaft, stolz. Das ist eigentlich so der positivste Nebeneffekt, neben den Effekten für unsere Kinder und Kleinkinder, dass es uns als Dorfgemeinschaft einfach ein ganzes Stück weiter zusammengeschweißt hat, auch uns Eltern, und auch gezeigt hat, was können wir erreichen, wenn wir uns zusammentun, wenn wir ein gemeinsames Interesse verfolgen. Und wir sind sehr gewachsen an diesem Projekt. Auch die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der Stadt Wurzen ist daran gereift und gestärkt worden. Und deshalb schauen wir jetzt positiv in die Zukunft, dass wir gemeinsam auch das Projekt Dorfgemeinschaftshaus zum Ziel führen. Die Sachsendorfer haben noch vieles vor und dieser Gemeinschaft kann auch einiges zugetraut werden. Der Spielplatz ist ein Anfang, worüber sich auch Oberbürgermeister Jörg Rücklin freut. Spielplätze sind immer ein Treffpunkt und ein Zeichen dafür, dass es Kinder gibt. Und jedes Dorf, was einen Spielplatz hat oder einen neuen Spielplatz bekommt oder ein Spielplatz instand gesetzt wird, das ist ein Dorf, das Zukunft hat. Und das ist ein kleines Zeichen, aber es ist ein wichtiges Zeichen. Hier gibt es Kinder und wir haben das ja vor uns gesehen bei der Eröffnung. Es gibt wahnsinnig viele Kinder hier in Sachsendorf und das ist schön. Das ist nicht nur für Sachsendorf schön, das ist schön für Wurzen, das ist schön für die gesamte Region. Und das lässt uns hoffen, dass unsere Region eine Zukunft hat. Die Zukunft hat nun einen Treffpunkt am Platz an der Linde. Ob auf dem Kletterturm, der Nestschaukel oder der Pferdekutsche. Die Freude der Kinder ist riesig. Bald soll es hier ein richtig großes Fest geben.